Hallo, meine lieben Freunde. Willkommen zurück bei Let's Play Kingdom Hearts. Ich bin wieder im Startbildschirm, weil im letzten Part das Spiel quasi zu Ende ging, von der Story her. Aber ich habe euch noch versprochen, ein paar weitere Parts zu machen, die so ein paar Bonus-Quassel-Buzzles enthalten. Wie zum Beispiel optionale Bosse und so. Ich gehe dafür mal auf Laden. So. Und nicht wundern, wenn ihr jetzt meinen Spielstand seht. Ja. Leben von Sora, MP von Donald. Ja, das sieht schon ein bisschen haarig aus. Es liegt daran, guckt euch mein Level an. 74 mit Sora, 71 mit Donald und 74 mit Goofy. Ich habe das Let's Play von der Story her mit Level 60 ungefähr mit allem beendet. Und 59.000 Taler. Okay. Viele werden sich jetzt fragen, warum, Steven? Ich habe diese 14 Level-Ups nicht freiwillig gemacht. Okay, ich wollte etwas leveln, aber nicht so viel. Im Endeffekt ist es darauf hinausgekommen, dass ich so viel leveln musste, weil... Jetzt kommt's. Ich Schmiede-Items brauchte und diese wie wild gesucht habe. Ich wusste zwar von welchen Gegnern, aber sie sind einfach nicht gekommen. Das ist unglaublich. Und während ich immer und immer und immer wieder diese Gegner besiegt habe, habe ich immer und immer immer Level-Ups gemacht. Bis ich endlich mal alle Items hatte, die ich brauchte. Und das Erste, was ich in diesem Part hier machen werde, ist auch erstmal in den Gummijet steigen und das letzte Schmiede-Item schmieden, was man schmieden kann. Ich habe übrigens alles, was man vorher schmieden muss, schon geschmiedet. Da habe ich euch ein bisschen was weggenommen, aber das ist sowieso langweilig, weil ich dafür auch erstmal alle Sachen finden muss. Und ich sage euch, Alter, manche Gegner geben so selten die Sachen, die du brauchst. Unglaublich. Boah, ich musste so oft Hollow Bastion wieder machen, bis ich da endlich mal ein paar Orkus-Kristalle und den ganzen Lucid-Kristalle oder wie das heißt. Nee, Lucid-Kristalle war es gar nicht. Luna-Kristalle, glaube ich, hatte, ne? Boah, Alter. Da flattern die Knie. Ich sag's dir. Ich kann euch mal so eine Bilanz nennen. Ich habe um 6:30 angefangen zu spielen, um das einzusammeln. Und es ist jetzt kurz nach 12 in der Nacht. Okay, da habt ihr eure Bilanz, wie lange ich gezockt habe, um das alles zusammenzukriegen. Okay, Cooper. So, geschmiedet 24 von 25. Man muss alle 24 Sachen schmieden, bevor man das 25. schmieden kann. Ich werde euch zeigen, was die 24 sind, nochmal. Es wären dann hier, genau, Abfeine Elixier, Kraftbolzen, Kriegerkette, Dalfgarnring und Kristallmitra. So, nun das 25. Schleife noch, Entschuldigung. So, nun das 25. Ultima. Und ich habe wirklich alles noch zusammengekriegt. 5 Luzidsteine, 5 Achatsteine, 5 Donnerquarz, 3 Freudentau, 3 Sturmkristall. Oh, fertig, Kupo. Ich bin K.O., Kupo. Noch eins schaffe ich nicht. Ach so, noch ein Ultima schafft er nicht, aber die anderen schafft er, okay. So, meine Freunde, wir haben gerade das stärkste Schlüsselschwert in ganz Kingdom Hearts geschmiedet. Ultima. Das wie folgt ausschaut. Bäm, Alter. Vereint alle nur denkbaren Kräfte, besitzt die höchste Durchschlagskraft, Maximum MP steigen um 2 Punkte. Alter. Das Ding ist so mächtig, das reißt dir die Haare aus dem Leib. Aus dem Kopf. Was macht Donald da? Seht es euch an. Alte Scheiße, ist das Ding geil. So, nächster Punkt in der Liste ist, ich habe auch alle Meistertitel von den Pufungis geholt. Mir fehlten noch Stoppmeister und Gravimeister. Mittlerweile habe ich 2 von den beiden, weil ich Freudentau brauchte und dabei habe ich gleichzeitig die bekommen. Gravimeister und Stoppmeister. Jetzt habe ich Feuermeister, Eismeister, Blitzmeister, Vitameister, Gravimeister, Stoppmeister und Aeromeister. Und wenn wir all diese haben, werde ich jetzt mal wohin gehen. Es ist zwar auch in Traverse Town, aber an einem anderen Speicherpunkt, deswegen werde ich jetzt einfach mal eine Abkürzung hier nutzen. Schwing!
Oh. Merlins Zimmer. Nämlich, nachdem wir alle Lizenzen erhalten haben, müssen wir mal mit Merlin sprechen, weil das ja uns quasi so auszeichnet, als ob wir jetzt alle Magien gemeistert hätten. Und die Aufgabe von Merlin war doch von König Mickey, uns die Magie zu lehren. Uns zu meistern zu bringen, sozusagen. Hallo. Ihr macht erstaunliche Fortschritte. Dies ist für eure Bemühungen. Zora hat Examinator erhalten. Nicht aufgeben. Was gibt es? Ach, nichts. Examinator ist auch eigentlich nur eine Waffe. Da. Sieht irgendwie blöd aus. Maximum MP steigen um 2, Angriffskraft von Magie und Rufen steigt erheblich. Also es ist quasi eine volle Magiewaffe. Naja, kann man sehen, wie man will. Aber immerhin. Zählt für die 100%. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt fast schon alle Schlüsselschwerter haben. Okay. So. Letzter Punkt, den ich in dem Part angehen werde. Ja, jetzt kommt schon der letzte Punkt. Das wird aber ein langer Punkt werden. Ist zurück zu Hollow Bastion zu gehen. Um etwas ganz Bestimmtes dort zu holen. Ich habe mich ja gefragt, wo ich die letzten Anzeigenberichte kriege. Es ist ganz simpel, wo man die herkriegt. Man kriegt nämlich die letzten vier. Vier sind es an der Zahl. Auf einem Schlag. Das ist unglaublich. Oh Mann, Leute. Das glaube ich echt nicht. So, dafür. Wo gehe ich denn da am besten hin? Ja, Kaskade der Irre. Und ich muss hier noch was anderes mal währenddessen suchen. Tipp, 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 tipp. Ich hoffe mal, dass ich es gefunden habe. Jetzt gehe ich mal währenddessen dorthin. Ja, das sieht richtig aus. Denn es gibt zwar in Kingdom Hearts 10 Anzen-Berichte, aber wie viele vielleicht wissen, die Kingdom Hearts gezockt haben, gibt es auch ein Kingdom Hearts Final Mix, was nochmal eigentlich ein paar Neuerungen, neue Cutscenes, mehr Zwischensequenzen, ein paar mehr Items, ein paar mehr Gegner und auch 3 Anzen-Berichte mehr enthält. Allerdings ist dies nur in Japan erschienen. Schöne Scheiße. Na okay. Aber nichtsdestotrotz ist der Inhalt der 3 Anzen-Berichte, die es in Deutschen nicht gibt, auf einer Seite verewigt und den werde ich euch dann nochmal extra vorlesen. Damit ihr euch so ein komplettes Bild halt machen könnt. Dann sind halt nochmal 3 extra Seiten. So. Wandelhalle? Ja, und den Gang bin ich so oft durchgegangen. Also 5 Stunden oder so. Wie lang war das? Vor 5 Stunden war es 19 Uhr. Ja, kommt so ungefähr hin. Knapp 5,5 Stunden. Nee, über 6,5 Stunden. So lange. Unglaublich. Mann, ey. So, ey, wir müssen in die Bibliothek auf jeden Fall. Jetzt bin ich hier eingesperrt. So, irgendwo hier muss nach Kairis Rettung... Da, Aere drum stehen. Ja, die gammelt hier rum. Und was sie uns einfach gibt, ist Folgendes. Zora, lies das mal. Was soll ich lesen? Das ist der Rest von Anzems Bericht. Malefiz muss ihn gesammelt haben. Anzem Bericht Nummer 2 erhalten. Anzem Bericht Nummer 4 erhalten. Anzem Bericht Nummer 6 erhalten. Und Anzem Bericht Nummer 10 erhalten. So einfach geht's. Und ich glaube, wenn man sie jetzt nochmal anspricht, kriegen wir noch etwas. Anzem verschwand, als diese Welt der Dunkelheit zum Opfer fiel. Er soll umgekommen sein, als er das Volk gegen die Herzlosen verteidigte. Aber Anzem war derjenige, der sie herbrachte. Eigentlich müssten wir noch was von der kriegen. Anzem wartet in der Dunkelheit. Ab hier ist es ein kleines Licht, um dich zu beschützen. So, aber, ach so, okay. Ah, die Kraft der Heilung erhalten. Vitra hat sich zu Vigra weiterentwickelt. Ja, guck mal, wenn man sie nicht anspricht mehrmals, dann kriegt man das gar nicht. Cool, wa? Da ist Leon und er gammelt rum. Dies war einmal Anzems Schloss. Als weiser Mann genoss er hohes Ansehen, aber die Dunkelheit bemächtigte sich seiner. Er begann mit den Herzen der Menschen zu experimentieren. Dieser einst weise Mann. So viel Leid und Zerstörung. Und wofür? Für Krähenfüße. Gut, wenden wir uns jetzt den Rest des Parts den Anzem-Berichten zu. Ich hab's ja gesagt und ich werde nochmal komplett von vorne anfangen. Jetzt haben wir alle 10 und ich werde ja nochmal 11, 12 und 13 extra vorlesen. So. Mein Leben opferte ich der Wissenschaft, nur um den heißen Wissensdurst zu stillen, der mich innerlich zerriss.
Jede neue Erkenntnis war ein himmlisches Gesöff, das mir sanft die Kehle hinunterfloss. Mein Wissen soll den Frieden auf dieser Welt für immer wahren und niemand soll meine Absichten je hinterfragen. Das Volk nennt mich weise, und doch gibt es Wissen, zu dem der Zugang mir verwehrt ist. Einen finsteren Ort, in dem das Dunkle schlummert, findet man in jedem Herzen. Und sei es noch so rein und sauber, was mag der Auslöser dafür sein, dass dieses schwarze Fleckchen zu einem üblen Geschwülz heranwächst, das mit beängstigender Geschwindigkeit das Licht rein erstickt? Viel zu oft schon musste ich mit ansehen, wie das Dunkle die Oberhand gewinnt und dem Licht das Leben aushaucht. Finsternis, Dunkelheit. Sind sie der Vergänglichkeit unterlegen oder wären sie gar ewig? Als Regent dieser kleinen Welt obliegt es mir, dies in Erfahrung zu bringen, damit ihnen Einheit geboten wird, bevor sie diese Welt mit ihrer Schwärze überschatten und dem Frieden gefährden. Gut, Nummer 2. Die Dunkelheit im Herzen der Menschen, die auf ihre Gelegenheit lauert, ihre wahre Gestalt gilt es zu offenbaren. Bei Zeiten werde ich verschiedene Experimente durchführen. Versuch 1, Extraktion des Dunklen aus dem menschlichen Herzen. Versuch 2, Implantation in ein reines und unbeschmutztes Herz. Versuch 3, Repression und Züchtung. Doch als ich Hand anlegte an das Herz der Versuchsperson, zerfiel es wie ein ausgebranntes Holz, das zu brüchiger Asche wurde. Selbiges Phänomen trat bald Probanden mit starker Willenskraft und starken Herzen auf. Ihre Herzen sind so schwach und zerbrechlich. All meine Behandlungen scheiterten. Ihre Herzen sind verloren. Für immer. Doch niemand darf sie je zu Gesicht bekommen. In den unterirdischen Kerkern sollen sie ihr Dasein fristen. Einige Zeit später entdeckte ich merkwürdige Existenzen in den unterirdischen Verliesen. Woher stammen diese schwarzen Lebewesen? Wenn es denn tatsächlich Lebewesen sind, gebärt sie die Dunkelheit? Oder sind es die jämmerlichen Schatten derjenigen, die ihr Herz verloren haben? Nummer 3. Die Schatten, die sich in den unterirdischen Verliesen in der Dunkelheit winden, Abkömmlinge derer, die ihre Herzen vergeudeten, gar die mit materialisierte Dunkelheit ihrer Herzen, antworten. Sicher ist, dass ihnen jegliche Form der Emotion fehlt und sie keinerlei Anzeichen von Gefühlen zeigen. Vermutlich steht das Rätsel ihrer Existenz im Zusammenhang mit dem Herzen, dem Geheimnis der Herzen. Weitere gründlichere Untersuchungen sind erforderlich. An Proben wird es mir wohl nicht fehlen. Ihre Anzahl steigt explosiv. Es bedarf eines besonderen Namens, um diese Kreaturen zu bezeichnen. Verloren sind ihre Herzen in der Dunkelheit. Ein Leben ohne Herz. Ihr besitzt kein Herz und seid herzlos. So taufe ich euch auf den Namen Herzlose. Okay. So sind also die Herzlosen entstanden. Sie scheinen immer in Gruppen zu erscheinen und ihre Anzahl steigt rapide. Sie besitzen eine Vorliebe für alles Lebende. Totes scheint sie nicht zu interessieren. Der lebenden Probe wird etwas ausgesaugt, wodurch sich die Herzlosen weiter vermehren. Die Probe löst sich danach in Luft auf. Was ist es, was sie der Probe entnehmen? Ich vermute, dass sie die Herzen ihrer Opfer aufsaugen. Dort, wo die Menschen ihre Herzen verloren und vergessen haben, erblicken sie die Dunkelheit der Welt und ernähren sich von den Herzen der noch Lebenden. Wie, ist auch noch unklar. Ich brauche Beweise, die meine Hypothese stützen. Ich werde sie mit noch mehr lebenden Herzen füttern. Ich muss noch mehr über ihr Verhaltensmuster in Erfahrung bringen. Zwar sind sie emotionslos, scheinen dennoch intelligente Lebewesen zu sein. Ihre Kommunikationsweise ist mir noch unklar. Manchmal denke ich, sie sind das, wonach ich jahrelang vergebens gesucht habe. Das Dunkle selbst, das in so vielen Herzen schlummert. Okay, Nummer 5. Ich isolierte einen Herzlosen und beobachtete ihn. Mit seinen fühlerähnlichen Rezeptoren schien er schon bald etwas zu wittern. Und er drang zielstrebig ins Schlossinnere vor. Im innersten Teil des Schlosses angekommen, bewegte er plötzlich wie wild seine beiden Rezeptoren, und aus dem Nichts trat eine Tür in Erscheinung. Wie hätte ich auch nur ahnen können, dass sich solch eine Tür in meinen Gemächern verborgen hält? Ein großes Schlüsselloch war zu sehen. Die Tür ließ sich ohne weiteres öffnen. Noch immer kann ich nicht begreifen, was meine Augen dort sahen. Eine gigantische, energiegeladene Masse. Ich wage nicht daran zu denken, was es sein könnte. In dieser Nacht konnte ich eine Vielzahl von Sternschnuppen beobachten, die den Himmel schmückten. Ein Geschenk zu meiner triumphalen Entdeckung? Oder stehen sie gar in Zusammenhang mit dem Öffnen der Tür? Nummer 6.
Hinter der Tür, die der Herzlose zum Vorschein brachte, befand sich eine große, gewaltige, energiegeladene Masse. War diese sein Ziel? Zumindest gehe ich davon aus. Um was für eine Form von Energie handelte es sich? Ich stelle, basierend auf dem Verhalten des Herzlosen, eine gewagte Theorie auf. Die Herzlosen, ihre einzige Nahrungsquelle sind die lebenden Herzen, Die gigantische Energiemasse könnte ebenfalls ein Herz sein. Nur wessen Herz ist es? Ist es das Herz der Welt? Beweisen kann ich es nicht, aber die unglaubliche Kraft, die von dieser Masse ausging, ist mir Beweis genug. Ich habe das Herz der Welt gefunden. Nicht nur die Herzen der lebenden Menschen wollen die Herzlosen fressen. Selbst der Welt wollen sie ihr Herz entreißen. Na super. Vermutlich ist es das eigentliche Ziel, das die Herzlosen verfolgen. Was würde dann passieren? Die Konsequenzen wären unabsehbar. Was ist ihre Absicht? Nummer 7. Die vermeintlichen Sternschnuppen, die ich vor kurzem beobachtete, einige davon fielen mir in die Hände. Sie üben eine seltsame Anziehungskraft aus. Ich werde sie untersuchen. Ihr Material ist mir völlig fremd. Sie haften aneinander, wenn man sie nur leicht zusammenhält. In keiner Literatur ist von solch einem Material die Rede. Ob das Öffnen der Tür zum Herabfallen dieser merkwürdigen Steine geführt hat, ob in dieser unendlichen Weite, die diese Welt umgibt, mit viele solcher Steine umherschwirren, wie gerne würde ich gen nächtlichen Himmel fliegen, um die Wahrheit zu erfahren. Hinter diesem dunklen, nächtlichen Firmament muss es noch andere Welten geben. Meine Neugier zerreißt mich, aber ich sollte mich von solch unwissenschaftlichen Träumereien abwenden. Zurzeit gibt es keine Möglichkeit, diese Welt zu verlassen. Ich und all die, die hier leben, sind Gefangene dieser kleinen Welt. Nummer 8. Dass die Herzlosen in engen Zusammenhang mit den Herzen stehen, liegt auf der Hand. Doch eingehendere Untersuchung sollte es mir möglich sein, ihr Wesen näher zu bestimmen, ihre Absichten auszumachen und gleichzeitig Einblick in das komplexe Konstrukt eines Herzens zu erhalten. Ich entwickelte ein Gerät, mit dem sich Herzlose künstlich herstellen ließen. Die verlorenen Herzen meiner Versuchspersonen führten zur Autogenese der Herzlosen. Ich wandte also dasselbe Prinzip an, um sie künstlich herzustellen. Dafür verwendete ich mein neu entwickeltes Gerät. Zuerst erschuf ich einen Prototypen. Die Herstellung verlief reibungslos. Weitere Verbesserungen sollten es ermöglichen, aus dem Nichts auch ohne einem Herzen einen Herzlosen zu erzeugen. Es ließen sich keinerlei Unterschiede zwischen den künstlichen Herzlosen und seinem natürlichen Artgenossen ausmachen. Doch sollte ich beide streng voneinander trennen, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen. Der künstliche Herzlose soll ein Kennzeichen zur Erkennung tragen. Ah. Also sind die künstlichen Herzlosen all die, die mit diesem herzlosen Teil auf der Brust oder was? Das ist das Erkennungszeichen. Etwas Unglaubliches ist vorgefallen. Ich hatte einen Besucher aus einer anderen Welt, ein König. Er reiste auf einem Schiff, das aus demselben Material wie die Sternschnuppen bestand. Gummisteine hat er sie genannt. Die von mir geöffnete Tür ermöglichte nun das Reisen zwischen den Welten, sagte er. Er sprach von vielerlei Dingen. Dinge, von denen ich noch nie gehört hatte. Von einem Schlüsselschwert war die Rede. Ein Schlüssel, der Legende nach eine besondere Kraft besaß. Einen Helden soll es gegeben haben, den das Schlüsselschwert vermacht ward. Erlösung und Chaos brachte er über die Welt. Was hat es mit diesem dubiosen Schlüsselschwert auf sich? Schlüssel. Die Macht zu öffnen und Zugang zu erhalten. Zweifelsohne besteht ein Zusammenhang zu meiner gefundenen Tür. Und Nummer 10. So wie die Menschen ein Herz besitzen, hat auch die Welt ihr eigenes Herz. Alle Welten an diesem Sternenhimmel haben ein Herz, zu dem man Zugang erhält, sobald sich die Tür dorthin geöffnet hat. Auf diese Herzen haben es die Herzlosen abgesehen. Die Herzlosen, entstanden aus der Dunkelheit der Herzen. Es dürstet sie nach immer größeren Herzen. Es ist alles so einleuchtend, Ausgeburten der schwarzen Herzen. Das Herz ist die Wiege der Dunkelheit. In der Tiefe der Herzen herrscht die Dunkelheit und mit ihr die Herzlosen. Jedoch fehlt mir die Gewissheit. Die Ungewissheit nagt an meinem Herzen. Ich muss es wissen, die Wahrheit über die Herzen. Das Herz der Welt muss ich berühren, um Gewissheit zu erlangen, um mich von der räudigen Ungewissheit auf ewig zu trennen. Das einzigartige Schlüsselschwert und seinen Helden gilt es zu finden, und die Prinzessinnen. Doch zu zerbrechlich ist mein Körper, um das Geheimnis der Dunkelheit zu erfahren. Ich muss es tun, mich meines Körpers entledigen, um einzutauchen in die Tiefe der Dunkelheit. Gut, so viel zu diesen Berichten. Ich lese jetzt mal Bericht Nummer 11 vor.
Indem man die Tür öffnet, die das Herz einer Welt enthält, zerfällt die Mauer um diese Welt herum. Wir sehen sie als eine Sternschnuppe. Dadurch habe ich verstanden, wie diese Gummisteine die Möglichkeit haben, in andere Welten zu reisen. Die Ursache der Zerstörung der Mauer ist das Auftauchen der Herzlosen. Doch die Tür zum Herzen einer Welt zu finden, ist zeitaufwendig. Und einer Welt das Herz zu rauben ebenso. Die Tür zum Herzen einer Welt, einmal von einem Schlüssel, der als Schlüsselschwert bekannt ist, verschlossen, kann nicht wieder geöffnet werden. Doch bevor der Träger des Schlüsselschwerts in dieser Welt erscheint, muss ich noch Maßnahmen treffen. Davon ausgehend, dass ein enges Verhältnis zwischen den Prinzessinnen und dem Schlüsselschwert besteht, scheint es, als ob sie miteinander harmonieren. Ich habe bereits ein Mädchen gewählt. Ich weiß nicht, ob sie dieselbe Kraft wie eine Prinzessin besitzt, jedoch ist es einen Versuch wert. Vielleicht führt sie mich zu dem Platz, an dem derjenige mit dem Schlüsselschwert sich befindet. Ich werde sie über die Meere anderer Welten schicken. War das wohl Kairi? Anzimbericht Nummer 12. Ich bin zu einer Existenz übergegangen, die nur noch aus dem Herzen besteht. Ich sollte als Herzloser wiederkehren, jedoch gibt es keine Anzeichen einer solchen Veränderung. Meinen Körper habe ich sicherlich verloren, jedoch bin ich anders als die anderen Herzlosen. Ich habe noch all meine Erinnerungen und nicht die Form eines Herzlosen angenommen. Das bedeutet, dass es noch viele Dinge zu erforschen gibt. Um zur dunklen Seite zu wechseln, welche sich nicht auf dieser Welt befindet, muss man durch die Tür von Kingdom Hearts schreiten. Einen Platz verbunden mit dem Herzen der Welt. Der tiefste Punkt ist mit dem Herz der Welt verbunden. Ein Ort, welcher mit der Welt der Dunkelheit verbunden ist. Ich werde die Details in einem anderen Bericht festhalten. Es gibt noch so viele unbekannte Welten. Diese Welt, die Welt der Dunkelheit, die Welt des Lichts und die Zwischenwelt. Ich frage mich, wo das wahre Paradies liegt. Und nun Nummer 13 und der letzte Bericht. Wenn das Herz das Fleisch verlässt, was passiert mit dem Körper? Das Herz und die Seele sind zwei verschiedene Dinge und die Seele verbleibt im Körper. Aber können wir sicher sein, dass der Körper und die Seele verschwinden? Natürlich, wenn sich das Herz in einem Herzlosen verwandelt, verschwindet der Körper. Wie auch immer, das ist nur die Geschichte dieser Welt. Werden sie in den anderen Welten vielleicht nicht zu Herzlosen existieren dort? Wenn das stimmt, muss doch ein anderes Ich neben den jetzigen irgendwo bestehen. Eine Existenz jenseits von Licht und Dunkelheit, eine Zwischenexistenz, vom Herzen beschworen, eine leere Hülle, die jedem Licht und Dunkelheit missgönnt. Dieses Mysterium kann nicht so einfach gelöst werden. Die Beziehung zwischen dem Herzen und dem Körper ist komplex. Tja, so viel dazu. Gut, Freunde, das war jetzt eigentlich, ja, so viel zu dem Bonuspart hier. War ja eigentlich nochmal knapp, ja, gute 20 Minuten. Hier ist ein schönes Gemälde. Guckt es euch an. Wuhu. Und, ja, im nächsten Part würde ich mal sagen, wagen wir uns endlich an optionale Bosse dran. Ja, jetzt muss es endlich mal soweit sein. Es gibt 4 Stück an der Zahl. Ich nehme mal an, ich werde jedem einen Part gönnen. Das heißt, es kommen noch 4 Parts, höchstwahrscheinlich. Also, meine lieben Freunde, im nächsten Part machen wir dann den ersten von 4 optionalen Bossen. Und bis dann sag ich erstmal ciao. Ich hoffe, die Anzimberichte waren sehr informativ, weil die auch teilweise ziemlich viele Insider von Kingdom Hearts 2 und so enthielten und allgemein eigentlich gutes Wissen liefern. Also, merkt euch, was ich gelesen habe und ciao, bis zum nächsten Part. Oha, 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 Leute, hier kommt ja noch eine Bonuskatze, habe ich gar nicht gemerkt. Ich wollte gerade raus zur Weltenkarte und den nächsten Part beginnen. Naja, dann kommt hier nochmal ein kleines Add-on zu diesem kleinen Anzim-Bericht-Part. Genießt nochmal diese Cutscene. Ihr habt nichts verpasst, ich habe sofort Pause gedrückt, keine Sorge. Oh, Bell. Das war's? Ernsthaft? Ihr habt in der Tat nichts verpasst. Wo stehen denn die beiden Turteltäubchen? Hallo? Hallo? Ich glaube, ich habe die da eben gesehen. War die da nicht eben? Nee. Hä? Sah eben so aus. Na egal. Das Biest hat wieder zu Bell gefunden und sie haben sich Händchen gehalten. Wow, also das war eine unglaubliche Cutscene, die sogar ein ganzes Wort enthielt. Okay, Freunde. Jetzt aber wirklich bis zum nächsten Part. Also, ciao. Ah, Freunde, da habe ich ja doch noch eine Kleinigkeit vergessen. Ah, so, gleich ist aber der Part wirklich zu Ende.
So, ich habe einen Fehler gemacht. Anscheinend ist der Examinator, oder wie der heißt, nicht das Einzige, was wir hier von dem kriegen. Wir kriegen noch hier was, glaube ich. Aus euch werden einmal richtige Zauberer. Dies ist für eure Bemühungen. Goofy hat den Alkera-Schild erhalten. Ich sollte jetzt auch etwas tun. Ach nichts. Ich glaube, man kann immer wieder anklicken. Na bitte, das ist wirklich beeindruckend. Dies ist für eure Bemühungen. Alkeras Stab erhalten. Pass gut darauf auf. Immer noch nichts. Immer noch was? Hier vielleicht? Nein, okay. Das war's jetzt. Großmagierstab, Alkera-Stab. Oh. Der Anschein trügt, denn königliche Magie beseelt diesen Stab. Maximum MP-Steigung 2 Punkte. Warte mal. Der sieht ziemlich cool aus. Muss ich ehrlich sagen. Okay, Alkera-Stab. Und Genji-Schild, Alkera-Schild. Ein königlicher Schild, der seinem Besitzer tatkräftig beiseite steht. Maximum MP-Steigung 2 Punkte. Aber ist etwas schwächer. Na komm, aber hey. Ist doch cool. Na, auf jeden Fall, Freunde. Ich würde mal sagen, damit war's das für diesen Part jetzt endlich. Und dann geht's im nächsten Part weiter, Freunde. Also, ciao.